Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem wöchentlichen Dialog mit Helga Zeppler-Rusch. Heute ist Mittwoch, der 24. November 2021, und wir sind, wie wir letzte Woche bereits erwähnt haben, in der Nachfolge einer sehr erfolgreichen internationalen Konferenz des Schiller-Instituts, die über das Internet Experten, Politiker, Wissenschaftler, Diplomaten aus aller Welt zusammengebracht hat. Und aus deren Nachfolge eine ganze Reihe an Initiativen entstanden ist, die wir im Laufe unseres Gesprächs heute abarbeiten werden. Der erste Punkt, der sich ganz aktuell entwickelt hat, ist ein Event, der in Jemen stattgefunden hat und bei dem du, Helga, unter anderem mit beteiligt warst. Bring unsere Zuschauer doch mal auf die Entwicklungen, die in Sanaa stattgefunden haben. Ja, also die meisten Leute wissen kaum, dass es Jemen gibt. Aber das ist ein Land, was ja nun schon seit einigen Jahren im Kriegszustand sich befindet und gerade jetzt auch wieder von Saudi-Arabien da Bombenangriffe zu erdulden hatte. Aber es gibt eine sehr positive Entwicklung. Und zwar hat sich dort ein Jugendparlament konstituiert, schon seit ein paar Jahren, das sogenannte BRICS-Jugendparlament. Und zwar bezieht sich das auf die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, Südafrika und China. Und die haben eben ein Studienprogramm entwickelt, wo sie also unter anderem die Integration von Jemen in die neue Seidenstraße diskutieren, aber eben auch vor allen Dingen die Wirtschaftstheorie von Lyndon LaRouche studieren, also intensiv, also Kurse machen, das ein Curriculum entwickelt haben, was unter anderem auch ein Aufbauprogramm für Jemen beinhaltet, was das Schiller-Institut entwickelt hat. Und da hat eben gestern der erste BRICS-Nationalfeiertag stattgefunden. Und da war also der Premierminister Bin Habtur, der Außenminister, der Kulturminister und hochrangige Delegationen von Russland, China und Indien. Und die haben also dort quasi dieses ganze Programm gewürdigt. Und ich war also eingeladen, da per Video eine Grußadresse zu geben. Und auch außer mir Jacques Cheminard, Hussein Askari, Marsha und Doug Belouc und Diane Sayre, alle mit dem Schiller-Institut in Verbindung. Und wie gesagt, eben diese hochrangigen Delegationen. Und das ist wirklich deshalb extrem wichtig, weil wir haben ja oft darauf hingewiesen, dass im Jemen eine wahnsinnige Hungerskrise herrscht, eine medizinische Krise. Der David Beasley vom World Food Programme hat dieses absolut aufwühlende Video gemacht, also was mit dem Namen Hunger Ward, das kann man kaufen und sich angucken, das kann ich nur empfehlen, wo diese herzzerreißenden Bilder sind, wo vollkommen unterernährte Kinder da, also im Sterbeprozess sich befinden, einfach weil nichts da ist, kein Essen, keine Medizin. Aber trotzdem gibt es eben diese Gruppe von jungen Menschen, die da eben daran bauen, eine bessere Zukunft zu haben. Also das kann ich nur allen Menschen wirklich als Beispiel geben, dass es wirklich selbst unter den schlimmsten Umständen möglich ist, an einer positiven Perspektive für die Zukunft seines Landes und der Menschheit zu arbeiten. Eine ebenso oder vielleicht sogar noch schlimmere Situation, was die Ernährung, die medizinische Versorgung und den Schutz vor Kälte jetzt im Winter angeht, ist ja in Afghanistan zu verzeichnen, nachdem die westlichen Truppen Ende August abgezogen sind und inzwischen noch nicht mal die Gelder, die die afghanische Bevölkerung im Ausland deponiert haben, freigeben. Wie ist da die aktuelle Lage und vor allen Dingen, was sind die Initiativen, die du und das Schiller-Institut in dieser Richtung betreiben? Ja, die objektive Lage ist mehr als katastrophal. Also die UN-Beauftragte, die gerade in Kabul war,
hat nochmal gesagt, es sind über 93% der Menschen, die Hunger haben, also die jeden Tag nicht genügend zu essen haben und die in Gefahr sind, ihr Leben zu verlieren. Akut 3 Millionen Kinder sind in Gefahr zu verhungern in den nächsten Wochen und Monaten. Und naja, und da muss man eben sehen, dass das Verhalten des Westens, vor allen Dingen jetzt vom State Department, da hat ein neuer Beauftragter namens West nochmal gesagt, dass also sie auf keinen Fall auch nur einen Cent von den 9 Milliarden rausrücken, solange die Taliban nicht alle Forderungen erfüllt hat. Das ist natürlich, also die Taliban sind dabei, unter absolut katastrophalen Bedingungen irgendwie eine Regierung da zu bilden und aufrechtzuerhalten. In einem Zustand, wo kein Bargeld da ist, weil dieses Geld eben zurückgehalten wurde. Die Leute hungern, es gibt keine medizinische Versorgung mitten in der Pandemie. Und ich kann nur sagen, unter diesen Umständen ist das, was da vom Westen kommt, einschließlich von Deutschland und von Europa, weil die Commerzbank hat 430 Millionen, die Afghanistan gehören, die sie einfach da nicht rausgeben. Bundesbank, Bank für internationalen Zahlungsausgleich, auch Summen um die 100 Millionen. Und das ist einfach, also da gibt es eigentlich nur ein Wort, das ist wirklich Völkermord, weil es gibt keinen Grund, warum Geld, was der afghanischen Bevölkerung gehört, von diesen Leuten zurückgehalten wird. Die haben keinerlei Berechtigung dafür. Vor allen Dingen, wenn das, was von der UN als größte humanitäre Katastrophe auf dem Planeten bezeichnet wird, sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit da abspielt. Und das ist eigentlich eine Situation, wo nur Russland, China, also Russland hat angefangen, jetzt also Flugzeuge hinzuschicken mit humanitären Gütern. China hat angefangen, Decken und Baumwolle und Ähnliches für die Winterbedingungen da zu schicken. Aber das ist natürlich alles noch nicht in dem Umfang, wie es notwendig wäre und wie es vor allen Dingen durch eine Fortsetzung der humanitären Hilfe passieren müsste. Aber die sogenannten Geberländer haben ja alle Hilfe eingestellt, nachdem die Taliban da die Sache übernommen hat. Also das hat jetzt überhaupt gar nichts damit zu tun, ob man mit der Taliban einverstanden ist, ob die einem gefallen. Es hat damit zu tun, dass die Mehrzahl der afghanischen Bevölkerung dabei ist, zu verhungern und im Winter zu erfrieren und unter Covid-Bedingungen ja eben auch daran zu sterben. Und das ist einfach eine Situation, da muss im Grunde die humanitäre Hilfe und die ökonomische Entwicklung an die erste Stelle. Alles andere ist wirklich geopolitische, also ja, ein Opfern von Menschenleben um geopolitischer Zwecke willen. Also ich habe deshalb, also erstmal hat das Schiller-Institut sich schon seit langem um Afghanistan gekümmert, im Rahmen unserer Arbeiten an der Eurasischen Landbrücke. Da ist ja, wenn man auf die Landkarte guckt, Afghanistan an einer ganz entscheidenden geografischen Stelle. Und bisher war das eben ein weißer Fleck auf der Landkarte, weil die NATO da war. Aber jetzt ist die NATO eben weg und alle Nachbarn haben Interesse daran, Afghanistan in diese Projekte zu integrieren. Aber es ist jetzt eine akute Hilfe nötig und ich habe das deshalb Operation Ibn Sina genannt. Also der ist im Westen auch bekannt unter dem Namen Avicenna. Das war einer der großen Universaldenker, der um die Jahrtausendwende vor 1000 Jahren gelebt hat. Und also einer der größten Ärzte in der Geschichte der Medizin war. Also so wie Hippokrat oder Galen war eben Ibn Sina jemand, der die Medizin vollkommen revolutioniert hat und dessen Werk bis eigentlich zum 19. Jahrhundert in Europa mit zum Standardwerk gehörte. Und also das ist eine gute Idee, um einfach einer Situation, wo wir dringend ein modernes Gesundheitssystem in Afghanistan brauchen, um dieser Anstrengung einen Namen zu geben, der gleichzeitig auch
Hoffnung repräsentiert, dass nämlich aus diesem Volk in der Universalgeschichte schon große Denker hervorgegangen sind und dass das in der Zukunft ganz genauso wieder passieren kann. Und natürlich ist Ibn Sina der Stolz der Afghanen und auch Perser und Usbeken, die alle da ihren Anteil mit ausdrücken. Also jedenfalls ist das eine gute Initiative und die hat auch schon Resonanz gefunden. Also ich habe jetzt schon mehrere Unterstützungen dafür bekommen. Also gerade jetzt ist ein Artikel in der chinesischen Wissenschaftszeitung erschienen, wo ich dieses Projekt eben unter anderem da erwähne. Dann hat eine italienische Gewerkschafterin aus Sizilien, Frau Alessa Ruggieri, das unterstützt. Sie hat eine Pressekonferenz gegeben. Der Artikel ist gerade in der Corriere di Sicilia erschienen und wird jetzt noch in weiteren Regionalzeitungen in Süditalien erscheinen. Ich selber und einige meiner Kollegen waren schon in mehreren Webinars und Seminars zu Afghanistan. Und also ich kann Sie nur bitten, wenn Sie irgendwo ein Gefühl haben, dass das wirklich die Haltung gegenüber Afghanistan sich ändern muss und dass man anfangen muss mit einem modernen Gesundheitssystem, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung und helfen Sie uns bei dieser Operation Ibn Sina, weil da muss ein Umschwung her und zwar ganz, ganz dringend. Der Winter ist schon da, die Leute sterben schon, Kinder sterben. Und da muss wirklich ein anderes Denken hin. Und welche Weise wäre besser, ein anderes Denken zu erzeugen, als einen der großen Universalgenien da zum Synonym für diese Anstrengung zu machen? Weil Ibn Sina war eben nicht nur ein großer Arzt, sondern eben auch ein großer Philosoph, der ganz, ganz tiefe Konzepte über den Kosmos, über die Philosophie, über Musik, über Kultur im weitesten Sinn entwickelt hat. Und wir müssen die Menschen auf eine andere Ebene des Denkens heben. Also ein Zentralbegriff von Ibn Sina ist zum Beispiel die Idee des Notwendigseienden. Das ist ein theologischer Begriff, der aber dann nicht nur von anderen Religionen übernommen wurde, sondern eben auch von anderen Philosophen in Europa, unter anderem Thomas von Aquin, Nikolaus von Kues, Dante hat sich damit beschäftigt. Also das ist jedenfalls eine sehr gute Weise, wie man aus dem Dschungel der Tagespolitik wirklich einen etwas erhobeneren Blick auf die Menschheit gewinnen kann. Und genau das ist notwendig. Im Zusammenhang mit Afghanistan hast du bereits Covid mehrfach angesprochen. Die Corona-Krise, die ja nicht nur in Afghanistan oder im Entwicklungssektor nach wie vor grassiert, sondern de facto weltweit außer Kontrolle ist. Wie ist da die aktuelle Lage, gerade auch hier im Westen, und was sind da die Initiativen, die von deiner Seite aus gestartet wurden? Naja, also die deutsche Politik tut jetzt so überrascht. Der Jens Spahn hat ja noch vor wenigen Wochen gesagt, das Schlimmste läge hinter uns und man könnte die nationale Notlage da beenden. Naja, jetzt sind sie alle aufgewacht und stellen fest, die vierte Welle hat zu einer Situation geführt, wo in Sachsen die Landeskrankenhäuser über Triage reden. Triage, das ist ein militärischer Begriff, wenn im Krieg einfach die Versorgungsmittel nicht da sind und man entscheiden muss, wer wird behandelt und wer nicht. Und wer dann nicht behandelt wird, hat dann eben Pech gehabt und stirbt im schlimmsten Fall. Und das in Deutschland, die viertgrößte Industrienation redet von Triage. Naja, warum haben wir das? Weil wir haben jetzt 5.000 oder 6.000 weniger Intensivstationsbetten als bei der letzten Welle. Warum? Weil natürlich ein Großteil der Pflegekräfte nicht mehr wollte oder nicht mehr konnte. Wenn sie 2 Jahre oder fast 2 Jahre Intensivpflege machen, dann sind sie vielleicht wirklich physisch am Ende oder sie kriegen so wenig Geld, dass das einfach nicht mehr Sinn macht. Naja, jetzt haben wir eine Situation, wo eben die Versorgung selbst in Deutschland stellenweise
in Gefahr ist. Das ist die Bankrotterklärung für die Politik, weil alle Virologen haben das im Sommer gewarnt, dass genau so eine Situation entstehen würde oder entstehen könnte. Und nichts wurde von der Politik gemacht, um das vorzubereiten. In Frankreich ist es genauso. Da ist jetzt die Rede von der fünften Welle. In Österreich gibt es einen Lockdown. Und lediglich im Süden Europas, wo die Impfrate höher ist, sind auch die Todeszahlen und Infektionsraten geringer. Aber es ist keineswegs unter Kontrolle. Nun ist das Thema Pandemie ja bei vielen Leuten mit so viel Emotionen und allen möglichen Urteilen und Vorurteilen besetzt. Aber wenn man mal sich die genaue Lage anguckt, dann muss man feststellen, es wurde auch von der Politik absolut nicht ausreichend dafür gesorgt, dass jeder versteht, was überhaupt eine Pandemie ist. Es gibt nämlich einen riesengroßen Unterschied zwischen einer einfachen Infektionskrankheit und einer Epidemie und einer Pandemie. Eine Pandemie ist etwas, was nur global gelöst werden kann. Und man sieht es ja jetzt, wenn eben nur in reichen Ländern geimpft wird, dann mutiert das Virus anderswo in Indien oder in Peru oder sonst wo und kommt mutiert zurück und schafft ganz neue Umstände. Und deshalb ist es extrem begrüßenswert, dass die ehemalige Gesundheitsministerin aus den USA, Dr. Jocelyn Elders, mit der habe ich ja im Sommer 2020 dieses Komitee zur Überwindung der Gegensätze oder des Ineinsfalls der Gegensätze gegründet in der Tradition von Nikolaus von Kues. Und sie hat jetzt also in ihrer Kapazität als eines der Gründungsmitglieder dieses Komitees einen offenen Brief geschrieben an die führenden Medizinexperten weltweit, mit ihr zusammen dafür zu sorgen, dass das gemacht wird, was von den Regierungen eben nicht gemacht wurde, eine wirkliche Aufklärung der Bevölkerung, was eben in Zeiten einer Pandemie gewusst werden muss und damit im Grunde natürlich auch die Menschen erreicht werden sollen, die ja, die aus dem einen oder anderen Grund eben noch nicht geimpft sind, das ablehnen, weil sie denken, sie kriegen einen Chip eingesetzt. Wir selber sind ja auch beschuldigt worden, wir hätten schon an Bill Gates ausverkauft unsere Seelen. Ich kann versichern, das ist nicht so. Es ist also vollkommen absurd, aber es ist ganz offensichtlich auch ein dringender Bedarf da, besser zu verstehen, was sind die absolut dringenden Maßnahmen, die in Zeiten einer Pandemie notwendig sind? Also das ist eine sehr, sehr wichtige Initiative und ich kann Sie nur bitten, laden Sie sich diesen offenen Brief runter. Wir werden den Link hier veröffentlichen und helfen Sie uns, den an medizinische Menschen heranzutragen, Ärzte, Krankenschwestern, weil wir brauchen dringend eine bessere Aufklärung der Bevölkerung und genau das ist die Intention davon. Nun haben wir neben der humanitären und medizinischen Krise auch zwei weitere Problemfelder. Das eine ist die strategische Krise, das andere ist die Inflation, zu der wir gleich kommen. In der strategischen Situation haben wir nach wie vor die Spannung, die jetzt auch wieder zunehmen an der russisch-ukrainischen Grenze und zum anderen die Spannung, die zunehmen nach wie vor an der Straße von Taiwan mit China. Was ist da die aktuelle Entwicklung? Wie sieht die Lage aus und zu was führt das, wenn da nicht eine vernünftige Lösung gefunden wird? Ja, also in Bezug auf die Ukraine, da läuft im Augenblick eine riesige Provokation gegen Russland. Die Direktorin der nationalen Intelligence, also Geheimdienstdirektorin der USA, Averill Haines, war gerade in Brüssel und hat dort die NATO-Botschafter informiert, dass angeblich Russland noch in diesem Winter einen Überfall auf die Ukraine militärisch plant. Und angeblich wären schon 100.000 Truppen an der ukrainischen Grenze aufmarschiert.
Das wird von Russland natürlich rigoros dementiert. Aber es findet ja auch ein Manöver statt, wo also amerikanische nuklearfähige Bomber in 20 Kilometer Nähe der russischen Grenze fliegen. Und das wird natürlich von den Verteidigungsministern von Russland und China als absolute Provokation und Destabilisierung der Sicherheit bezeichnet. Das ist also hochgefährlich. Also man muss sich mal vorstellen, also 15 Meilen, also 20 Kilometer, das ist wirklich extrem kurzer Abstand, wenn man überlegt, wie schnell diese Bomber fliegen. Das sind ein paar Sekunden. Und ich habe es jetzt nicht genau durchgerechnet, aber es ist mit Sicherheit extrem einfach, da vom Flug abzukommen, eine Verletzung des Lufthoheitsraums dabei durch Zufall oder durch einen Fehler oder durch ein menschliches Versagen oder was auch immer kann das passieren und dann hätten wir schon ein Incident. Also das ist hochgefährlich und also wir sitzen am Rande des Krieges. Also die Behauptung, dass Russland einen Überfall auf die Ukraine plant und die Regionen von Donbass und Lugansk da militärisch zurückerobern will oder einverleiben will, das ist einfach eine Behauptung, die eine Provokation darstellt. Also ich sehe absolut nichts in dem russischen Verhalten, was das berechtigt. Wenn allerdings die Ukraine versuchen sollte, jetzt militärisch selber in diese Regionen einzugreifen, dann sind wir ganz schnell in der Situation, wo ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine wirklich denkbar ist. Und naja, also ob nach dem Abzug von Afghanistan die Ukraine so sich darauf verlassen können, dass die USA sie da raushauen, das würde ich mal bezweifeln. Aber das sind natürlich diese Art von Situationen, die vollkommen aus dem Ruder laufen können. Und deshalb ist das absolut zu verurteilen. Genauso wie die Situation mit der Straße von Taiwan. Da fahren jetzt wieder US-Kriegsschiffe durch. Und das nachdem gerade jetzt vor kurzem ein dreieinhalbstündiges Treffen virtuell zwischen Präsident Biden und Präsident Xi Jinping stattgefunden hat. Und man eigentlich die Hoffnung haben könnte, dass sich die strategische Lage zwischen den Nuklearmächten etwas beruhigt. Aber das wird jedes Mal wieder zunichte gemacht, wenn solche Provokationen vor Ort dann passieren. Und also das unterstreicht nur unsere dringende Forderung. Wir müssen wirklich mit diesen geopolitischen Spielchen aufhören. Wir brauchen ein vernünftiges und friedliches Verhältnis zu Russland und China, weil ohne die Kooperation können wir die Probleme, die die Menschheit hat, absolut nicht lösen. Wir sollten alle Politiker, die da eine Kriegstreiberei betreiben, wirklich aus dem Amt jagen oder gar nicht erst da reinkommen lassen. Genauso provokativ wie im strategischen Bereich sind ja auch die Anschuldigungen gegenüber Russland und China, dass Russland angeblich künstlich die Gas- und Ölpreise nach oben treibt, obwohl Russland ja mehrfach angeboten hat, zum Beispiel durch die Pipeline Nord Stream 2 sofort Gas zu schicken. Genauso China wird beschuldigt, im Immobilienmarkt die Preise künstlich hochzutreiben. Was ist da die eigentliche Lage und was ist die Gefahr, wenn die Inflation außer Kontrolle gerät? Naja, die Federal Reserve hat ja eine ganze Zeit lang behauptet, wir hätten eine zeitweilige Hyperinflation. Das war natürlich vollkommen absurd, weil die Hyperinflation ist etwas, was eintritt, wenn die physische Produktion kollabiert und gleichzeitig die Aggregate so zunehmen, dass es eben die monetären Produkte übersteigt. Und das ist genau das, was wir jetzt haben. Und deshalb ist es eine Hyperinflation, wo die Zentralbanken im Grunde ja zwischen Skylla und Charybdis sind, weil wenn sie die Zinsen anheben, dann droht aufgrund der hohen Verschuldung von Firmen, von Regierungen ein Kettenreaktionskollaps einzutreten. Deshalb zögern sie da. Auf der anderen Seite ist natürlich das weitere Pumpen von Geld und die Federal Reserve und die EZB
pumpen ja nach wie vor enorme Milliardenbeträge in das System pro Tag. Die EZB 5,5 Milliarden. Das ist also so viel, wie notwendig wäre, was der David Beasley vom Welternährungsprogramm gesagt hat, was notwendig wäre, um den unmittelbaren Hungertod von 42 Millionen Menschen zu verhindern. Also es ist nicht ein Mangel an Geld, aber das Geld wird eben nicht für das ausgegeben, was nötig wäre, nämlich Menschenleben zu retten, sondern um ein total auf Spekulationen beruhendes System, was die Milliardäre immer reicher macht und die Masse der Menschen immer ärmer macht, dass das System eben noch ein bisschen weitergeht. Und das ist jetzt wirklich außer Kontrolle. Die FAO, also die Welt, also das Welt, also die Organisation, die für Nahrungsmittel zuständig ist in der UN, die haben gerade die Zahlen veröffentlicht, dass die durchschnittliche Inflation für Nahrungsmittel bei 31,3% liegt auf Jahresbasis. Also das ist doch schon enorm. Und natürlich, wenn man wie ärmere Bevölkerungsteile bis zu 80% des Einkommens für Ernährung ausgeben muss, also Leute, die $1 verdienen zum Beispiel, für die ist ein Preisanstieg bei Brot um 30% schon katastrophal. Und das betrifft viele, viele Leute. Und deshalb sitzen wir da auf einem absoluten Pulverfass, was nur entschärft werden könnte durch das Programm, was wir seit langem vorschlagen. Ein globales Trennbankensystem, Glass-Steagall, die Derivate, das muss alles weg. Großteil der Schulden muss einfach abgeschrieben werden. Und dann brauchen wir ein Nationalbanksystem in der Tradition von Alexander Hamilton und ein neues Kreditsystem. Und dann könnte alles reorganisiert werden. Aber wenn wir mit dieser Spekulation weitermachen, was nur den kleinen Prozentzahlen von Milliardären und Millionären nützt, also es ist einfach unanständig, so viel Geld zu haben, finde ich. Also wenn man mehrere, wenn man Milliarden, dreistellige oder zweistellige Milliarden besitzt, also was will man damit machen, außer dass man eben seine Macht ungebührlich ausbreitet? Also ich bin dafür, dass wir da wirklich, das könnte ganz einfach geändert werden durch Steuern. Der Beasley hat ja dem, ich glaube, Bezos vorgeschlagen, dass er, oder na, Elon Musk, der soll 6 Milliarden von seinem gigantischen Vermögen geben und damit die 42 Millionen Menschen vor dem Hungertod retten. Das bleibt jetzt noch abzuwarten, ob der das macht. Also, wenn nur jeder von den 614 Billionären, die in Amerika, also Milliardären, Entschuldigung, Milliardären, die in Amerika existieren, jeder nur 5% von seinem Vermögen abgeben würde, dann könnte man den Hunger stoppen. Wenn die das machen, müssen sie damit leben, dass es mitverschulden. In Deutschland gibt es ja auch einige Milliardäre und Hunderte von Millionären, wahrscheinlich Tausende. Auch da ist natürlich die Frage, ob diese Menschen nicht zur Überwindung des Welthungers teilnehmen können. Deshalb kommen wir zum Abschluss unseres Dialogs zur Situation hier in Deutschland. Gerade während wir reden, stellt die neue Koalition ihren Koalitionsvertrag und vermutlich die ersten Ministerposten vor. Wie siehst du die Aussicht auf die neue Regierung und vor allen Dingen wird die deutsche Bevölkerung diese Regierung annehmen? Nein, das wird nicht lange gut gehen, weil also das, was die jetzt da als Koalitionsprogramm bisher, was so durchgesickert ist, wird irgendwann heute dann bekannt gegeben. Also sie wollen keine Steuern erhöhen, weil die FDP das nicht will. Sie haben alle möglichen extrem teuren Programme, Energie, Transformation. Das wird die Preise absolut explodieren, die Arbeitslosigkeit wird steigen. Das wird nicht funktionieren. Das ist wirtschaftlich absolut zum Scheitern verurteilt. Und wenn man dann sich anguckt, was da für Ministerposten wahrscheinlich ja, stattfinden werden, also zum Beispiel Lindner,
der ist liberal und wird den Great Reset da voll unterstützen. Das ist der Untergang von Deutschland als Industrienation. Das werden die Mittelständler, die bisher FDP gewählt haben, noch sehr drastisch zu spüren kriegen. Die Mittelständler sind eigentlich ohne Repräsentanz, es sei denn, sie würden sich bei der Büso wiederfinden, weil der Great Reset, der wird von den DAX 500 Unternehmen unterstützt. Warum? Weil die alle in der Spekulation drin sind. VW macht seit langem Geldgeschäfte rund um die Uhr. Und deshalb sind auch die großen Firmen alle für den Great Reset, weil das eben mit Spekulation verbunden ist. Während der ehrliche Mittelständler hat im Grunde keinen Repräsentanten mehr. Außer, wie gesagt, er geht zur Büso, was ich nochmal dringend vorschlagen will, dass sie das machen sollen. Naja, dann die anderen Ministerposten. Scholz, auch ein Mann des Great Reset. Habeck, man soll sich daran erinnern, dass der noch vor 2 Monaten ungefähr in Camouflage, in NATO-Camouflage-Uniform in der Ukraine zu sehen war. Der hat verlangt, dass schwere Waffen geliefert werden sollen. Also in der Krise jetzt so jemanden als Wirtschaftsminister zu haben, dann soll dem Wirtschaftsminister noch so ein Klimateil zugeordnet werden. Also sie werden eine Horrornachricht nach der anderen von diesem Ministerium zu hören kriegen. Und dann natürlich die absolute Krönung, dass eine Frau, die eigentlich auch als NATO-Pressesprecherin genauso gut funktionieren könnte, soll hier bei uns Außenministerin werden, die Frau Baerbock. Also mein Image davon ist das Bild von Goya. Der Schlaf der Vernunft gebiert Monster. Die schlafende Vernunft, das war die Frau Merkel 16 Jahre lang, wo quasi alles so der Michel die Mütze so über die Augen und über die Ohren gezogen hatte und sich nichts bewegt hat, außer dem Desaster des Kernkraftausstiegs. Und naja, in der Zwischenzeit sind diese ganzen Monster entstanden, die wir jetzt als neue Kabinettsminister da zu sehen kriegen. Also das ist keine gute Zukunft für Deutschland, aber das nützt alles nichts. Wir müssen unsere Anstrengungen verbessern und wirklich da einen antimalthusianischen Widerstand organisieren und auch für die Lösungen eintreten, die anfangen müssen mit einem Gesundheitssystem in jedem Land, weil die Pandemie wird erst dann aufhören, wenn das eingetreten ist. Und sie sollten einfach da bei uns mithelfen, weil wir müssen unsere Kräfte massiv verstärken, weil im Augenblick ist die deutsche Politik in schlechten Händen. Vielleicht ist dieser humorvolle und sarkastische Blick, den Goya auf seine Opfer jeweils wirft, die richtige Herangehensweise, um sich dieser Lage anzunähern. Vielen Dank, Helga, für deine Zeit und für Sie, liebe Zuschauer, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.